Oh Gott, will ich das wissen? Boah, das sieht hier aus wie im Upside Down von Stranger Things. Hey Horrorfreaks und herzlich willkommen zurück zum Spiel Phobia. Und dies ist mittlerweile die vierte Folge und hier sind wir stehen geblieben und hier machen wir selbstverständlich auch weiter. Wir sind nicht mehr im Hotel. Sollten oder wollten, oder unser Ziel war es, eher gesagt, zur ersten Etage zu gelangen. Okay, dafür brauchen wir auch irgendwas. Allerdings sind wir in die erste Etage gelangt, aber sind jetzt in einem Haus. Und das ist crazy. wir machen einfach weiter und ich hoffe irgendwie, dass wir herausfinden, was wir hier eigentlich zu suchen haben. Gut, lesen wir uns das durch. Okay, ich habe so die Vermutung, dass das eventuell eine Rückblende ist, denn wir haben in diesem Brief geschrieben, dass wir hier gut angekommen sind und dass wir Treffen ausgemacht haben und so weiter. Why are all of my drinking glasses lying about? Das frage ich mich auch, Bro. Ich weiß jetzt nicht, was wir hier zu tun haben, zu suchen haben. Aber, wir schauen mal. Nein. Hier ist auch nichts. Altes Buch. Okay. Damn. No matter how hard I try, I can never seem to keep this part of the house clean. These clothes are much dirtier than usual. Blood. Strange. I must have taken a fall out on the trail. That would explain the headache. Schlüssel. Why do I always leave you here? Okay, wir können selbst nicht mehr die Kamera bedienen. Also, ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich eine Rückblende ist oder ob... I mustn't leave until I find this sphere. Okay. Oder ob das irgendwie alles ein Traum war und das hier gerade die Realität ist. Da bin ich gerade wirklich am struggeln, ob das wirklich so ist, aber das werden wir schon irgendwie herausfinden. September 1920? Das ist ein bisschen her, ne? Okay. Brauchen wir auch noch einen Schlüssel? Hier haben wir einen. Das ist wirklich... Also, wir... Ich bin wirklich, jedes Mal aufs Neue. Keine Ahnung. Mit dem Schlüssel können wir nichts anfangen, ne? Dafür brauchen wir anscheinend einen anderen Gegenstand. War das gerade auch schon so? Mit den Stühlen? Ich kann es gerade ehrlich gesagt gar nicht sagen, weil ich es gar nicht mehr weiß. Okay. Scheint die Tür vielleicht hier zu sein? Nee, gar nicht. Oh, die oben. Oben war, glaube ich, auch noch eine Tür. Stimmt. Wir werden es schon heraus. Okay. Creepy. Okay, schließen wir diese Tür hier oben auf. Die scheint es ja zu sein. Das ist unser Arbeitszimmer. No sphere anywhere in sight. Perhaps I should check if I locked it away in the gun cabinet at the bottom of the stairs. Okay. Hier ist ein Schlüssel. Okay, keine Ahnung, was das sein soll, aber... 2. Juni 1920.
scheinen die Existenz verschiedener Anomalien zu bestätigen, die viele als übernatürlich interpretiert haben. Keiner dieser Berichte kann jedoch den Beweis dafür liefern, was die Ursache dafür sein könnte. Die Tage vergehen und die Männer werden immer milder von unseren Bemühungen. Müder von unseren Bemühungen. Aber lass mich das eine sagen. Ich werde die Quelle dieser Macht finden, koste es, was es wolle. 25. Juli 1920. Ich habe festgestellt, dass die Bewohner von Trese? Triffes? Wie auch immer das ausgesprochen wird, sehr religiös sind. Sie haben ihre Ängste und Sorgen zum Ausdruck gebracht, dass sie sich in das Göttliche einmischen und dafür bestraft werden. Sie befürchten, dass der Allmächtige uns alle dem Tod übereignet, wenn wir die Macht aufdecken, die unter diesem Boden schlummert. Was für ein Blödsinn. Wenn meine Pläne in Erfüllung gehen, könnte es nicht einmal die Götter selbst mit uns aufnehmen. Okay, Moment. Das hat mich... Warte mal. Was ist... Klar, gut. Rückblende hin oder her, was auch immer. Okay, das sah gerade auch noch nicht so aus. Und die Tür war... Na doch, die Tür war gerade schon auf. Moment. Okay, wir müssen wohl irgendeinen Code dafür finden. Warte mal, Nee, das ist es nicht. Okay, wir brauchen irgendetwas. Um diese Tür zu öffnen. Und diesen Schrank, oder... Whatever das auch ist. Was ich sagen wollte ist, was ist, wenn wir, ich meine, wir sind ja Journalist. Und was ist, wenn wir diesen Ort hier schon vorher untersucht haben, dass halt diese Art Rückblende ist. Und, weiß es nicht. Und das vielleicht alles miteinander zu tun hat. You know what I mean? Okay, gucken wir nochmal hier hinein. Stand da irgendwas? Nein, da stand gar nichts. Okay, wir brauchen irgendetwas. Als... Ist ein Messer drin? Nee, kein Plan. Ich weiß es erst, ehrlich gesagt, gar nicht. Wenn ich wüsste, was mir Hinweis geben könnte, ne? Ich brauche irgendwas als Hinweis oder so. Ich meine, hier sind ganz viele Bilder, aber ich weiß nicht, ob diese Bilder mir irgendwas bringen. Aber obwohl, das macht gar keinen Sinn. Ich meine, September 1920, letztens waren wir noch September 2009. Also ich weiß es nicht.
Das ist so schwierig, dieses Spiel herauszufiltern, was wirklich Realität ist, was nicht. Und ach Gott. Okay, irgendwas muss doch hier unten sein, oder? Irgendetwas. Okay. Ich bin ein Genie, nicht. Ich habe natürlich nicht weitergeblättert. Also, warte mal. Bin ich blöd? Ja doch, das ist so richtig, oder nicht? Okay, Moment. Omega Y. Nothing. Yeah, got it. At least my revolver is still here. Well, the lockbox on my desk is the last place I can think to check. Kann ich die anderen Waffen auch nehmen, weil die sind ziemlich cool. Nee. Die kann ich auch nicht nehmen? Ach man, die ist so am coolsten. Shit. Ja gut. Boah. Oh, scheiße. Oh. Oh no. Oh Gott. Oh, das war richtig. Das war scheiße. Okay, ich habe eine Waffe. Aber die wird nicht in meinem Inventar angezeigt. Irgendwas war mit Schreibtisch irgendwie. Wie blöd oder so? Ah ne, warte mal. Stopp. Sieht immer besser hier aus. Ich rate jetzt einfach, vielleicht bringt das was. Nein, ich glaube nicht. Ist hier vielleicht irgendwie was oder so? Irgendwas meinte doch hiermit. Ja gut, geil, wir müssen das hier irgendwie aufkriegen. Ja, verstehe. Aber wie? Fuck. Manchmal bringt es auch was, die Dinger richtig durchzulesen. Oh. What on earth? I can feel. What is his power? Okay. This must be what they want to talk about. I have to get to the chapel. Okay, dann gehen wir jetzt zur Kapelle. Mit der Kapsel. Oder was das auch immer für ein Ding ist. Wofür habe ich überhaupt die Waffe? Kann ich jetzt gehen? Ja. Okay, ich weiß nicht, was das für ein Ding ist. Also, dieses Teil ist einfach das alles, um was es in diesem Spiel geht, anscheinend. Also, ich weiß nicht, was das Ding verursacht. Aber wir werden es schon irgendwie herausfinden. Auf jeden Fall gehen wir zur Kapelle und ich bin froh, dass wir jetzt mal ein bisschen raus sind. Ich hoffe, wir können zur Kapelle laufen und sind nicht direkt dort, bitte. Ich brauche ein bisschen Freiheit. Ich, brauche ein bisschen Freiheit. Der große Saal. Hä? Wait. Wir sind wieder im Hotel? Aber wir sind auf der 1. Was ist? Hello? Is anybody here?
Okay, Moment, I don't get it. Warum waren wir denn jetzt gerade... Okay, das Spiel macht mich fertig. Oh no. Oh no. Dieses Spiel macht mich unnormal fertig. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wohin. Also... Dich mache ich fertig. Ich wusste gar nicht, dass die Dinger rennen können. Ach, das sind wir mit den Schritten, wenn wir uns drehen. Ich dachte schon, wo ist denn hier einer? Herzinfarkt bekommen, ey. Nix. Ja gut, da kann man immer gebrauchen, sowas. Nix. Nix. Okay, also wir müssen irgendwie zu irgendeiner Kap... Where did everybody go? Bro, das fragst du dich jetzt erst. Okay, ist das hier die... Ja, nee. Das ist nicht die Kapelle. Oh ja, die können wir gebrauchen. Auf. Okay, aber wieso denn? Also wir haben hier unsere Sachen hier, das ist schön. Okay. Also ist hier vielleicht irgendwo die Kapelle? Ich weiß es nicht, ich kann das nicht sagen. Oder dieses Ding ist halt wirklich dafür verantwortlich, dass wir halt in verschiedenen Zeiten rumreisen können. Bisschen frische Luft hier. Schön, herrlich. Ich hatte es hier, kann auch nicht rein. Okay, anscheinend müssen wir gleich erstmal nach unten gehen. Dann gehen wir jetzt gleich hier runter. Sind sie jetzt schon eine gute Runde hier gelaufen. Huch, können wir auch nicht. Das heißt, wir können uns jetzt nur noch hier unten aufhalten. Was ich zur Abwechslung mal ganz gut finde. Wo wir jetzt schon mal dabei sind, für die Leute, die heute Abend nichts vorhaben. Es kommt natürlich noch eine 5. Folge von Phobia. Und gleichzeitig kommt noch heute Abend eine neue Podcast-Folge, auf die ich mich sehr doll freue. Das Thema werde ich noch nicht verraten. Aber ich freue mich auf jeden Fall auf diese Podcast-Folge. So, das haben wir letztens leider voll vergessen. Das machen wir jetzt einmal kurz. So. Wir konnten jetzt nur die Pistole verstärken? Okay. Naja, ist wichtig. Also, gar kein Problem. Schüssel. Stephanie? Yes, you made it. Listen, I have to be quick. You need to... Stop! I came this close to being killed by some kind of giant monster with a fucking claw for a hand. Tell me what the hell is going on right now. I don't have time to explain everything to you right now, Roberto. He'll be back any minute. Now listen, we need to meet in person. Library on the first floor, there's a safe. You should be able to find the combination to it somewhere in the library itself. Once you unlock the safe, there should be a map inside showing a secret passage you can use to reach the 8th floor. That should be the safest way. I'll be waiting for you there. Oh, really? And why exactly should I trust you? Roberto, just
No, I'm done listening to your bullshit. All your advice ever did for me was get me stuck inside this godforsaken hotel with monsters that are trying to fucking kill me. I want answers right now. Why is this happening? Why am I here? Look, I don't understand why or how you ended up here any more than you do, but that doesn't change anything. If you want to get out of here and help put a stop to all this madness, you don't have any other choice but to trust me. Please, Roberto. Fuck. All right, fine. Just tell me what I need to do. I have to go. Just meet me on the 8th floor. We can talk more there. Son of a bitch. Could she be any less helpful? Okay, I just need to focus on making it out of this hellhole alive. People need to know about the shit that's going on in here. And right now, Stephanie seems like the only help I'm going to get. Gotta make it to the 8th floor. Okay. Das Ding ist, wir haben ja auch nur diese eine Möglichkeit jetzt mittlerweile. Also, ne? Und es gibt einfach zwei Sachen. Also entweder sie ist es wirklich, und das wäre super, oder sie ist es nicht, und es ist alles nur eine fette Falle, und das wäre kacke. Deswegen müssen wir dieses Risiko einfach irgendwie eingehen. Was ist das hier überhaupt? Egal. Also, wir haben jetzt diesen Schlüssel. Und mit diesem Schlüssel können wir jetzt hier irgendwo reingehen. Ja. Und da müsste irgendwie... Scheiße, dass man in diesem Spiel die Tür nicht zumachen kann, ne? Okay, und hier in diesem ganzen Chaos soll ich jetzt irgendwas finden? Heute haben wir noch mehr Leute verloren. Ich hätte nie gedacht, dass es Tote sind. Okay, warte mal. Sind vielleicht... Also, das Monster... Sind... Ja, okay, meine Frage wurde beantwortet. Okay, das heißt, diese Leute wurden auch von diesem Monster angegriffen. Okay, got it. Ich dachte nur, wir würden diese Monster sehen. Okay, hier ist wieder diese coole Truhe. Aber die brauchen wir jetzt nicht. Im Gegenteil. Wir brauchen irgendwas anderes. Oh, 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 was? Oh, bitte? Muskeltiere irgendwie angesammelt. Keine Ahnung, was wir damit sollen. Ah, hier ist der Safe. Okay, das ist super. Wofür? Wir haben nicht mal eine Schrotflinte. Aber können wir auch nie einsammeln. Hat der gerade irgendeiner gelacht? Wichtig. Brauchen wir auch wieder einen Schlüssel für? Wir haben gar nicht mehr so viel Platz. Okay, lass uns das einmal kurz. Was können wir denn mit dem Buch machen? Okay, wir müssen auch irgendwas finden. Damit wir diesen Code verwenden können. Dafür brauchen wir auch einen Code. Ich glaube, jetzt gleich wird es richtig tricky. Richtig tricky. So. Was kann ich da rein tun? Das tue ich da erstmal rein.
Das tue ich sowieso da rein, weil das brauchen wir gar nicht mehr. Wofür auch eine Kamera? Ich hab keinen Plan. Ja, das müsste erstmal genügen. Okay, haben wir hier noch irgendetwas? Ich glaube nicht. Da chillt noch was. Alkohol nehme ich. Auch wenn es Medizin ist, aber Alkohol ist Alkohol. Könnte in den Zeiten, die wir jetzt hier gerade durchmachen, vielleicht sehr vom Nutzen sein. Okay, irgendwas muss hier doch noch sein. Oder? Sting. What the hell happened here? Würde ich jetzt aber gerne mal wissen. Oh Gott, will ich das wissen? Boah, das sieht hier aus wie im Upside Down von Stranger Things. Oh no, da sind wieder diese Viecher. Da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Da habe ich jetzt gerade gar keinen Bock drauf. Shit. Okay, da kann ich nicht rein. Ein Experiment war's wert. Schade, Marmelade. Meine Lieben, ich würde sagen, hier machen wir beim nächsten Mal weiter. Wir sind jetzt von diesem komischen Haus zu diesem Hotel gelangt, oder zurück ins Hotel gelangt, zum ersten Stock. Und ich bin gespannt, wie es demnächst weitergeht, weil ich glaube, wir müssen jetzt ein richtig fettes Rätsel lösen. Und ich glaube, das wird in der nächsten Folge ziemlich complicated. Aber ich wäre ja nicht demented, wenn ich es nicht hinbekommen würde. In dem Sinne, meine Lieben, wünsche ich euch einen wunderschönen Abendtag. Keine Ahnung, wann ihr dieses Video schaut. Und bis demnächst zu einer neuen Folge von Phobia. Und wie gesagt, noch heute Abend erscheint eine neue Podcast-Folge. Schaltet ein, seid gespannt und bis demnächst. Ciao.